Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt es mal ein kurzes Video. Und zwar machen wir heute einen Salat, und zwar einen schönen Hähnchenbrustsalat. Einen Abspann gibt es nicht, haben wir schon gegessen, das Ding. Macht es einfach nach, ihr werdet es nicht bereuen. Variieren könnt ihr bei den Früchten, lasst sie weg, nehmt was anderes. Bleibt euch überlassen, aber im Grundprinzip ein super leckerer Salat. Wenn euch das Video gefällt, lasst wie immer einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar und abonniert uns unten rechts. Tschüss! Und hier die Zutaten für unseren Hähnchenbrustsalat. Hier haben wir ein Hähnchenbrustfilet, schon mal in Streifen geschnitten, waren ca. 600 Gramm. Ein Gewürz eurer Wahl, alternativ Salz oder Pfeffer oder Salz und Pfeffer, Baconstreifen, Frühlingszwiebeln, davon hatte ich 3 Stück. Die genauen Mengenangaben habt ihr natürlich wie immer in der Infobox. Dann haben wir weißen Balsamico, Olivenöl, Ananas, Mango und als Topping nehmen wir gehobelten Parmesan. Ja, das war's an Zutaten. Jetzt können wir loslegen. So Freunde, das Fleisch und die Zwiebeln habe ich jetzt gewürzt. 2 Esslöffel Balsamico und 2 Esslöffel Olivenöl noch mit zugegeben. Alles schön vermengt. Das geht jetzt für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank. Und ich gehe in der Zeit zum nächsten Arbeitsschritt über. Ja, während unser Fleisch im Kühlschrank durchzieht, kommen wir zum nächsten Arbeitsschritt. Und zwar, wir haben eine Pfanne erhitzt und darin werden wir jetzt die Baconstreifen schön knusprig braten. Und wenn wir damit fertig sind, melden wir uns wieder. Unser Bacon haben wir jetzt schön knusprig angebraten. Den lassen wir jetzt abkühlen. Ja, und dann geht's weiter, Freunde. Ja, Freunde, unsere Pfanne ist wieder erhitzt. Wir haben unser Fleisch aus dem Kühlschrank genommen. Und das werden wir jetzt schön durchgaren. Nach und nach. Dann lassen wir das alles abkühlen und dann sehen wir uns auch schon hier wieder. Ja, Freunde, unser Fleisch ist jetzt gut abgekühlt. Jetzt kommen wir zur letzten Phase. Wir geben den Bacon dazu. Ja. Der ziert sich so ein bisschen. So. Dann die Mango. Und die Ananas. Na, komm raus. Das heben wir alles schön unter. Gekleckert. Kein Drama. So. Danach kann serviert werden. Wie gesagt, als Topping gibt es bei uns gehobelten Parmesan. Dazu passt ein frisches Baguette. Ja, Anne und Helmut vom Kühnes Kochkanal wünschen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.